Oh, yeah. Willkommen zurück zu Oddworld New and Tasty, hier in der Disaster Area mit Episode Nummer 12. Wir sind hier, stehen hier mitten in Zulag 3 und wir können schon sehen, irgendwas schläft in unserer näheren Umgebung und wir werden jetzt wohl sehr schnell herausfinden, was das ist. Hier ist schon mal ein Slug und auf der anderen Seite ist dann wahrscheinlich irgendwas Vergleichbares. Nein, es ist ein Slug. So, mal gucken, wie viele und ob wir überhaupt irgendeinen Mudaken in Zulag 3 retten können. Das wird jetzt bestimmt nicht einfacher. Ja, links ist eine Schocktür, also gehen wir erstmal hier hoch und gucken, was hier noch so ist. Das sieht schon mal schlecht aus. Das sieht alles schon mal sehr schlecht aus, vor allen Dingen, weil der jetzt aufwacht, garantiert. Trau dich, ey. Yep. Hep. Und da landen wir sofort in einem Strom. Gut, wie wär's damit? Wir laufen da links, locken den an, chanten den dann und können dann mit dem Slock den anderen durch diesen Tunnel da liegen. Hallo. Also wenn wir das überleben, heißt das. So, den Sliggy hätten wir schon mal. Komm her. Komm her, Sloggy, Sloggy. Da, Fass. Den hätten wir. Gut gemacht, Sloggy. Zur Belohnung wirst du erschossen. Geht niemals so mit eurem Hund um. Gut gemeinter Tipp. So, der Weg ist frei. Jetzt können wir den Schalter hier ziehen. Und damit müsste jetzt die Schocktür ganz links offen sein. Und... Hepp. Gut, und dann geht es jetzt mit dem Lift nach oben. Mal sehen. Ah ja, und genau wie auch in Zulag 2 müssen wir, um in Zulag 4 zu kommen, erstmal 3 Tore hier absolvieren. Wo wir bestimmt wieder Schalter drücken dürfen. Ja... Mal gucken, was uns hinter der ersten Tür erwartet. Ein Zapper, ein Bewegungsmelder, ein Flaschenzug. Das ist ja schon mal scheiße. Lauf! So, das hätten wir schon mal. Oh, hallo. Ach, verdammt, da oben ist ja auch ein Zapper. Den habe ich gar nicht gesehen. Blödes Ding. Kann man es vielleicht so genau dazwischen stellen? So? Ja, dann wirst du von beiden gesetzt. Super. Okay, das gibt schon mal keinen. Ich will jetzt wieder zurückrennen und da können wir uns dann einen schnappen. Vielleicht, aber auch nicht. Oder wir müssen uns hier einfach runterfallen lassen und dann geht es da irgendwie weiter. Probieren wir mal. Hallo. Tschüss. Jetzt ist er wahrscheinlich noch hier irgendwie vorbei. Moment, können wir den jetzt schnappen? Ne. Bloß in das Fleisch springen. Hep. So weit, so gut. Riecht alles irgendwie etwas unregelmäßig, wollte ich gerade sagen. Und da haben wir auch schon so ein Ding auf den Kopf bekommen. Und das war's dann auch schon. Gut. Nochmal von vorne. Was selbst bin ich? Ich habe noch gar nichts gemacht. Hallo. Mal warten, bis es sich in andere Richtung geht. So. Haben wir doch etwas mehr Überlebenschancen. Hep. Autsch. Da das Timing rauszufinden ist gar nicht so einfach. Da tue ich mir gerade ein bisschen schwierig mit. Irgendwann werden wir schon raus haben. Kann ich nicht eigentlich auch einfach von hier aus direkt darüber springen? Weiß nicht, ich mach's lieber so. Hallo. Eins, zwei. Okay, ich glaube, ich hab's raus.
immer nur dann springen, wenn beide vorbei sind. Dann ist die Pause länger. So. So, was haben wir denn hier? Ein paar Sligis. Auf dieser Seite. Da keine Ahnung. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns einfach mal einen Sligi. Wir schießen mit dem den anderen, sobald wir können. So. Und guck mal, was hier sonst noch so abgeht. Wir haben einen Schalter. Der macht den Strom aus. Das ist schön. Die Mine können wir natürlich nicht aktivieren. Und da können wir nicht lang. Gut. Tschüssi. Dann gucken wir wohl erstmal hier weiter, was wir hier noch so haben. Hier haben wir einen Schalter. Dann kommt garantiert der Typ rüber. Also müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir haben ja da die Mine. Und wenn wir hinne machen, dann erwischen wir ihn vielleicht so. Hep. Komm schon. Ja, den hat's voll erwischt, ey. Super. Super. Gut, dann können wir jetzt hier hoch. Und den Schalter hier schon mal drücken. So. Hier müsste noch einer rumlaufen, ne? Ja. Hm. Würde ich sagen, dann retten wir erstmal die Mudaken, die hier sind. Hallo. Mir nach. Alle Mann hier drauf. So. Alle da durch. Schön. Jetzt haben wir lecker Kraft von Shrykul. Jetzt ist die große Preisfrage da weiter oder andere Richtung. Ich mache einfach mal einen Quick Save und gehe dann erstmal hier weiter. Boah, ist das schon wieder knapp hier. Hier gibt es schon einiges zu zerstören. Ich glaube, hier bräuchte man so oder so die Macht von Shrykul. Gut, los geht's. Ich sagte, los geht's. Boom. Und da haben wir sie alle dahin gerafft. So, und ihr seid damit frei. Frei wie die zwitschernden Vögel, die um mich rumkreisen. Hey. Komm mit. Du darfst auch nach Hause. Bitte, bitte. So, jetzt müssen wir nur wieder zurückkommen. Eins, zwei, so. Jetzt haben wir nur ein Problem, nämlich den Typen da. Der existiert. Das ist ein Problem. Und ich glaube, da leben noch welche, Mann. Die will ich ja schon gern retten. Was? Wieso trifft er mich hier? Das finde ich jetzt nicht nett. Das finde ich jetzt richtig, richtig mies. Guckt euch das an. Jetzt haben wir schon noch einen einzigen Vogel. Wisst ihr was? Ich lade mal gerade neu. Was, wenn ich die linke Seite, wenn ich den da so wegbolze und dann die rette, dann habe ich wieder eine Shrykul-Ladung für rechts. Dann machen wir das so rum. So, los geht's. Hallo, du. Ja, da könnt ihr mir nichts mehr hier. So, schnell dahin. Und den hier auch wegfetzen und den Zepper dann immer auch direkt mit. Weg mit euch. Spürt die Macht von Shrykul. Ja, nachdem wir wieder so cool geschrien haben, können wir uns die Mudaken hier schnappen? Seht ihr, es sind genau drei. Du gehorchst mal lieber nicht. Hallo. Wir nehmen mal ein paar Granaten mit. Wer weiß, wofür wir die noch verwenden können. So, alle Mann an Bord. Runter hier. Rinder. Wieder drei mehr. Und wir haben eine neue Shrykul-Ladung. Und was wir mit dir machen, wissen wir jetzt schon ganz genau. Sofern wir nicht wieder uns von diesen blöden Fleischbrocken aufhalten lassen.
So. Hallo Jungs, ich bin's wieder. Bye bye. Boom. Wunderschön. Wunderschön. So. Und da haben wir schon wieder 5 Mudagens gerettet. So, und damit müssen das alle hier aus der Gegend sein. Und dann können wir uns jetzt den anderen 2 Türen widmen. Müssen nur erstmal wieder dahin latschen. So, das wäre geschafft. Tada! So, gehen wir erstmal nach rechts oben. Au, weia, was ist das jetzt schon wieder? Geh durch. Schalter ziehen. Und dann laufen. Gerade so. Und jetzt haben wir den Salat. Super. Fängt ja schon mal gut an hier. Direkt mal ein Quick Save hier. So, was machen wir mit dem? Oh, wir haben ja noch Granaten. Hallo. Oh Mist. This works. So, hier auf der andere Seite springen. Und von hier aus können wir jetzt vielleicht den Sender da sprengen. Und wir springen uns damit einfach mal in den Abgrund, ey. Oh. Oh, das ist jetzt sehr, sehr dumm gelaufen. Gut, da müssen wir nochmal ran. Los geht's. Hallo. So. Nee. Vielleicht, wenn er runterkommt? Nee. Der kommt ja gar nicht mehr runter. Was ist das dann? Okay, dann eben so. Jetzt nichts wie hoch da, Ape. Jetzt können wir uns den hier schnappen. Komm her. Komm her. Und den Schalter hier ziehen. Vielleicht, wenn der da ganz am Rand steht. Oh, verdammt. Ich glaube, wir haben da eine Mudaken erschossen. Alles deine Schuld, Drecksack. Okay, das müssen wir nochmal machen. Ah ja, bei der Aktion ist er bestimmt erschossen worden. Das kann gut sein. Ja. Müssen uns dann irgendwie ein bisschen beeilen. Oder wir versuchen einfach, den hier sofort wegzuspringen. Natürlich wäre das gut, wenn wir das schaffen, ohne uns selber in die Luft zu sprengen. Leider nicht so einfach. Alle leben noch? Gut. Du kommst her. Du kommst her. So. Ruf damit. Können wir den hier direkt mal so eine Mine laufen lassen? Obwohl, vielleicht können wir von hier aus den anderen erschießen. Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann laufen wir den hier einfach in die Minen laufen. Uff, da sind wir nämlich eine von denen schon mal los. So, 4 Minen haben wir noch. Dann machen wir erstmal einen Quick Save. So, jetzt hier rüber. Und hier das machen, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben. Nee, da warte ich mal. Oh, verdammt. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Genau deshalb habe ich das gemacht. So, dann eben so. Ah! Das war aber jetzt wieder knapp. Aber es hat irgendwie funktioniert.
Und damit werden wir jetzt mit dem schönen Sliggy hier belohnt. Und den können wir jetzt nach oben schicken. Mal gucken, was wir da noch so haben. Quietsch, 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 quietsch. Ah, der Schalter. Daran hätte ich denken können. So, dann lassen wir jetzt einfach mal hier runterfallen. Mal gucken, wo er landet. Hier. Oh, schön. Ciao. Dumm gelaufen, Sliggy. Dumm gelaufen. Genau etwa so. So, jetzt müssen wir irgendwie die Mine hier wegkriegen. Nee. Nein. Und nicht wirklich. Und wir haben keine Granaten mehr. Da müssen wir neue holen. Bing. So, wir quietschen nach oben. Und da ist er ja, unser netter kleiner Boomautomat. Granatenminen abwerfen ist gar nicht so einfach, das kann ich euch sagen. Vielleicht ist es von oben einfacher. Wieso hat das nicht funktioniert? Wieso geht das nicht? Das geht nicht? Ich fasse es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso funstert nicht? Ich fasse es nicht. Das blöde Scheißding will nicht in die Luft gehen. Ich hab schon wieder keine Granaten mehr. Verdammt nochmal. Müssen wir nochmal hochquietschen. Hier ist jetzt Miso. Treffe ich das Ding einfach nicht? Oder will diese blöde Mine nicht hoch? Die ist bestimmt gepanzert oder so. Irgend so einem Kryptonit-Zeug. Was weiß ich. Da, das war doch ein Volltreffer, also. Doch genau gesehen, oder? Wie? Und jetzt geht das Ding hoch? Pff, naja, funktioniert. Ich habe absolut keine Ahnung wie, aber ich hab's geschafft und das heißt, ihr könnt nach Hause. Super. Wieder 5 arme Mudaken gerettet. Wieder Riesenakt drum gemacht, aber was tut man nicht alles, um Menschenleben zu retten oder Mudakenleben? So, Tour Nummer 2 abgehakt und jetzt geht es in Tour Nummer 3. Hätte das gedacht. So, was geht denn hier ab? Wir haben noch 2 unserer Granaten und da oben so ein Senderding. Und hier ist wieder ein Tor. Los geht's! Oh. Oh Mist. Okay, Plan B. Hallo. Alle Mudaken müssen gerettet werden. Go! Das in der Mitte so ein Scheiter, was macht der eigentlich? Das Ding öffnen, okay. Bleh. Geh schlafen. Komm nicht hierher. Geh schlafen. Geh schlafen, du. Geh schlafen. Dann will ich schlafen gehen. Warum nicht? Ist er nicht müde oder was? Das geht doch nicht. So, aber wenn ich das richtig sehe, die kommen nur oben. Das heißt, wenn ich mich hier ransnicke, dann hört er mich nicht. So ist das nämlich geplant. Das heißt, wir können jetzt hier oben in Sicherheit gehen. Uns den Sliggy hier krallen. So. Mit dem Schalter kann man ja die nach unten holen, wenn man das richtige Timing hat. Und dann können wir die einfach nach und nach erschießen. Uff. Genau so. Ey, lass mal eine Mudaken in Ruhe. Na, warte.
Schreiko wird sich fürchterlich rächen. So. Mal sehen, dann müssen wir dann... Okay. So, machen wir einen schnellen Quicksave. Jetzt müssen wir die Leute hier zusammen trommeln. Kommt mal her. So. Kommt her. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, dahin. Da bleiben. Genau so. Hep. Kommt her. Kommt her. Stellt euch da drauf. Achso, ich bin gar nicht gesagt, dass sie folgen sollen. Das war der Trick. Ha. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So. So, jetzt haben wir alle. Jetzt die natürlich auch noch. Und hinaus in die Freiheit. Ja, das waren jetzt mal richtig viele auf einmal. Damit haben wir jetzt ordentlich Shrike-Ladung gesammelt. Und damit können wir jetzt weiter den Raum hier forschen. Was haben wir denn hier? Die Granaten nehmen wir gerne mit. Granaten sind immer toll. Oh, Jungs. Oh, Jungs. Ihr seid so fällig. Ihr seid so fällig. Ich hab ja gesagt, Shrike wird sich fürchterlich rächen. So, damit wäre da dieses Schloss auch offen. Jetzt können wir mal sehen, was hier noch so ist. Und wir hätten tatsächlich einen von den Sticks gebraucht. Das ist doof. Das lösen wir jetzt mal ganz schnell. Das heißt, wir brauchen keinen von den Shrike-Ladungen. Hm. Auf jeden Fall muss das Ding da erstmal weg. So, das hätten wir geschafft. Jetzt müssen wir die Shrike-Ladung loswerden. Und zwar alle drei. Vielleicht hätte ich ein paar auf Vorrat zurücklassen sollen. So, einer müsste noch da sein. Komm her. So, den können wir uns jetzt schnappen. Komm her. So. Was sollst du hier? Ja, war's. Der auf der anderen Seite spricht mit. Oh, hallo. Erstmal scouten gehen. Was ist hier sonst noch so? Oh, feier, wie soll ich die denn alle loswerden, ohne dass da hier ein wildes Geballer ausbricht? Oh Mann, das wird nicht einfach. Genau, noch einer, noch einer. Noch ein Stück, noch ein Stück. Oh, der hat überlebt. Gut, dann schnappen wir uns eben den. Komm her. So. So, jetzt schnappen wir uns einen Slog. Vielleicht können wir damit ein paar so aus der Ferne erledigen. Ja, den haben wir. Schnappen wir den auch noch. Wupp. So, dann muss jetzt noch der Slog weg. Und jetzt müsste das Gebiet gesäubert sein. So, den müssen wir natürlich auch noch ziehen. So. Los, folgt mir, Jungs. Und ihr auch. Und jetzt nichts wie weg hier. Jetzt haben wir doch schon 107 Ausbrüche, das war jetzt schon viel besser. So, und jetzt können wir uns auf den Rückweg machen. Wir haben jetzt ein bisschen Überlänge, keine Sorge, ich habe das gesehen. Aber das macht nichts. Ich glaube, euch macht das auch nichts aus, wenn wir mal ein bisschen länger hier Oddworld spielen.
Und ja, wir sind jetzt hier auch schon fast am Ende. Nach Zulag 4 kommt nicht mehr viel. Und da kommen wir jetzt als nächstes hin. Und ja. Nur noch ein paar Mondagen, es gibt doch nicht auf. Der Rest war zu schnell, deswegen... Ja, keine Ahnung. Ich hab's halt nicht drauf. Reibt sich wenigstens. Dann geht's hier wieder mit unserer Zugkapsel, was auch immer, Bunkerteil. Nach Zulag Nummer 4. Und das ist dann auch das Ende dieser Folge. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in Episode Nummer 13 wieder. Und ja, wir sehen uns dann in Episode 13 wieder. Das wollte ich sagen. Ciao. Yeah.